Es ist 6.30 Uhr morgens, wir sind an der Schüttlerwaske Tennisakademie. Heute schlüpfe ich in die Haut eines Tennisprofis. Folgt mir. Heute begleitet ihr mich am schlimmsten Tage meines Lebens. Hier in Offenbach erkunde ich zusammen mit Andrea Petkovic, Angelique Kerber und dem Rest der deutschen Tenniselite die Grenzen meiner Leistungsfähigkeit. Rein ins Vergnügen. Ja. Ab jetzt spricht nur noch einer von uns zwei. Genau. Und unter uns, du wirst das nicht sein. Gut. Okay, here we go. Komm! Komm on! Und rüber! Und guck dich! Wenn er hinfällt, Zeitdruck legen. Flugband, das bindet man normalerweise. Komm! Und komm, mehr! Nur zweimal! Und Pause. 20 Sekunden, dann nochmal das Gleiche. Du gehst so gut wie meine Mutter, wenn es beim Grab von meinem Vater ist. Zieh! 17, 18, 19, 17, 18, 19, 20. Puh, das waren 30 Minuten des Grauens. Nur eine kurze Pause und dann geht's zum Schlagtraining. Wie soll ich das nur schaffen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lauf. Wenn du das Ding berührst, wie viele? 50. Ist bereit? Und auf! Laufen! Und auf! Jetzt hast du gesehen, wie diese Übung endlich mal funktioniert. Ja. Also jetzt verdammt nochmal, streng dich wirklich endlich mal an, dass du die auch so hinbekommst. Das gibt's doch gar nicht. Dass du das nie schaffst. Jetzt diesmal wird's aber was. Ja. Okay. Gut. Oh Gott. Knapp 45 Minuten hat der Schrecken gedauert. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Ein Glück. Zur Auflockerung trainiere ich jetzt Volleyschläge. Mal gucken, wie der Volley so sitzt. Mir hat's keinen Spaß gemacht. Ich habe blaue Flecken am Bein und bin platt. Ach, und wer denkt, dass jetzt Schluss ist, hat sich geschnitten. Es kommen noch Koordinationsübungen. 10 400 Meter Läufe auf der Aschenbahn. Und zu guter Letzt eine Ewigkeit im Eisbad. Ich bin gespannt, wie mein Schlusszeugnis nach 8 bitteren Stunden an der Tennisakademie ausfällt. Also so grauenhaft war es gar nicht. Also, ich finde, in der Schule wäre er sitzen geblieben. Ja. Nicht immer befriedigend wäre ist das nicht mehr gewesen. Ja, nee. Also, es war nicht grauenhaft, aber grottenschlecht schon. Ja, es war scheiße eigentlich. Also, wir hoffen, dass wir dich hier nie wiedersehen, weil wir lassen dich hier nicht mehr rein. Und das ist nicht der Grund, warum Australien ausfällt. Das garantiere ich euch. Das ist kein Grund.